Hallo und herzlich willkommen bei einem Kreativ mit Lillis. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. An diesem Tag werden Geschenke gemacht. Nicht unbedingt von meiner Seite aus, aber ich möchte euch heute ein Geschenk machen und euch diese schöne Vorlage schenken, mit der wir gleich einen richtig tollen, bunten Blumentopf zaubern. Diese Vorlage findet ihr auf meiner Website, die ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Da kommt ihr dann ganz schnell hin, da könnt ihr euch das runterladen. Dann können wir das zusammen bunt ausmalen. Ich mag es wirklich richtig gerne. Ich habe hier ohne Outlines gearbeitet. Man macht das hier mit einer einfachen Schraffurtechnik. Ne? Man schraffiert hier den Hintergrund und geht dann von vorne nochmal nach. Aber im späteren Verlauf erkläre ich euch das nochmal genauer. Es geht jetzt direkt los. Es geht direkt los und wir besprechen gleich, was wir brauchen. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, viel Spaß. Greift zu euren Pinseln oder was auch immer. Neben unserer Vorlage brauchen wir natürlich heute noch ein paar Utensilien. Und zwar welche zum Übertragen der Vorlage auf Papier. Zum Übertragen der Vorlage brauchen wir einen weichen Bleistift. Ich habe hier einen 4B-Bleistift. Und dann habe ich hier noch einen normalen Druckbleistift. Ich weiß gar nicht, was hier für eine Mine drin ist, aber ich mag es immer, wenn das ein bisschen spitzer vorne ist, um dann die Skizze nachzufahren und das Graphit des Bleistifts auf das Papier zu übertragen. Dazu brauchen wir dann natürlich Papier. Ich habe jetzt hier Aquarellpapier, weil ich gerne mit Aquarellpapier arbeiten möchte, also mit Aquarellfarben. Ich habe hier meinen kleinen feinen Kasten, den wir hier jetzt gleich noch an der Seite drapieren können. Farbkarte. Hier habe ich eine Sprühflasche. Das werde ich mal ein bisschen fernab vom Schreibtisch machen. Da sprühe ich jetzt einfach bloß mal die Farben ein bisschen an, dass die nass werden, also dass die schon ein bisschen Farbe anlösen. Bisschen Wasser. Ein Tuch, ein paar Pinsel und heute mache ich mal auch alles auf die rechte Seite. Ich habe sonst immer alles hier irgendwie ein bisschen verquer. Aber dadurch, dass ich Rechtshänderin bin, ist es natürlich praktischer, wenn ich alles auf der rechten Seite habe. Ich werde jetzt mal auf der Rückseite alles mit dem Bleistift schraffieren. So, und ich muss natürlich nur das schraffieren, wo ich natürlich auch gleich mit dem Bleistift die Skizze übertragen möchte. Ich habe jetzt natürlich den Vorteil, dass das hier gleich A4-Block ist. Ihr könnt es natürlich auch euch kleiner ausdrucken oder auch einen größeren Block nehmen. Das liegt ganz bei euch. Ich mache mir das jetzt hier an der Seite mal ein bisschen fest, dass die nicht verrutscht. Und dann fahre ich jetzt noch die Skizze nach. Und kann das somit schön übertragen. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich zwischendurch immer wieder mal geschaut habe und das mache ich natürlich zur Sicherheit für mich, dass ich auch nichts vergesse. Wenn dann doch mal etwas vergessen wird, ist das ja auch nicht so schlimm. Ich denke, da kann man sich das dann vielleicht irgendwie logisch ein bisschen zusammenbauen. Aber ihr seht, das hat wunderbar funktioniert. Das geht jetzt auch nicht so schnell weg. Es ist auch so zart, dass es der Aquarellfarbe eigentlich nicht schadet, beziehungsweise sie dadurch vermischt wird. Aber ich sehe gerade, eine Sache habe ich vergessen. Richtig durch, aber das ist nicht schlimm. Ich weiß ja, dass es dahin gehört. Ihr könnt euch auch die Skizze bzw. die Vorlage immer gerne liegen lassen noch, dass ihr ergänzen könnt, falls ihr irgendwas vergessen habt. Ich lasse mir die hier an der Seite liegen, außerhalb des Bildbereichs, dass ich sie noch im Blick habe. Ich würde hier auch gar nicht weiter lange fackeln, sondern direkt loslegen.
die Blümchen auszumalen. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen, was was ist, aber ihr habt ja auch gerade schon das fertige Ergebnis gesehen. Es sind eigentlich alles heimische kleine Blümchen. Manche könnte ich jetzt hier auch nicht benennen, aber die größten Blumen, die hier drauf sind, die kennt ihr, denke ich, alle. Ich würde sagen, ich fange mit dem Löwenzahn an. Da würde ich nämlich direkt mit dem Gelb starten, denn wir müssen beim Aquarell ja mit hellen Farben beginnen. Wir können ja mit einer hellen Farbe nicht auf dunkel malen. Und deswegen fange ich hier direkt an und knall da mal so ein knalliges Gelb drauf. Ich arbeite ja gerne in Schichten. Für die, die schon öfter mal ein Video bei mir gesehen haben. Und für alle die, die das erste Mal dabei sind, wünsche ich natürlich ganz viel Spaß. Ich habe übrigens jetzt hier ein Casaneo in der Größe 4, weil ich noch nicht so detailreich arbeite, ist das auch erstmal okay. Und ich trage jetzt hier wirklich ganz einfache einzelne grobe Schichten auf. Ja, also so die Details, die kommen tatsächlich erst später. Dann gehen wir hier direkt zum Mond. Würde natürlich aber auch, umso kleiner die Blüten werden, umso kleiner würde ich auch mit dem Pinsel gehen. So, dann haben wir den Klee. Der Klee ist immer so ein bisschen, der ist nicht so ganz lila. So würde ich den machen in der Grundierung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. So würde ich den machen, ohne dass ihr das seht. Also so eine Farbe hier ungefähr. Zu dunkel, deswegen nehme ich hier so ein bisschen die Farben raus aus der Mitte. Dann haben wir ein bisschen umbauen. Die Pinsel können wir ja mal hier rüberlegen. Die stören wir hier nicht und vielleicht auch die Farbkarte. So, ein bisschen verteilt aus hier. Dann haben wir Lavendel. Den würde ich ganz lila machen. Und ich muss auch sagen, ich wechsle den Pinsel. Das ist mir ein bisschen zu grob. Jetzt habe ich einen Casaneo in der Größe 2. Dann haben wir, was haben wir noch für Blüten? Hier diese, die sind so ein bisschen glockenartig. Manche stehen so ein bisschen hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, aber die würde ich auch so eher so blau-lila machen. Das heißt, ich nehme hier noch ein bisschen lila und gehe hier runter in das Blau. Natürlich noch ein bisschen Wasser.
ziehen gerade. Und dann bleiben noch diese da. Die mache ich jetzt einfach mal hier so pink. Dann haben wir zumindest erstmal die Blüten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke nochmal auf die Vorlage. Ja, müssen wir alles haben. Sieht schon schön bunt aus. Jetzt kommt das Grün. Drehe ich nochmal meine Palette um. Dann haben wir zumindest erstmal die Blüten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke nochmal auf die Vorlage. Ja, müssen wir alles haben. Sieht schon schön bunt aus. Jetzt kommt das Grün. Drehe ich nochmal meine Palette um. Weil ich doch hier ein bisschen mehr Grün schon vorbereitet habe. Und ich mache das jetzt einfach mal ganz frei nach meinen Gedanken. Ich gucke jetzt auch nicht nochmal nach, welche Farben welche Pflanzen haben. Aber trotzdem arbeite ich hier erstmal ein bisschen heller. Das täuscht, ist der Stiel immer ein bisschen heller. Die Pflanze an und für sich. Also die Blätter meine ich jetzt nicht, die Pflanze. Und ja, ich finde, wenn man immer bedenkt, dass man hell vorarbeitet. Dunkler werden kann man immer noch. Deswegen kann man das ruhig sehr vorsichtig hier machen. Ich mache dann auch diese Blätter hier, so ein schönes, helles Grün. Dann würde ich auf die Kleeblätter gehen. Die würde ich relativ hell jetzt mal hier vorbereiten mit so einem dunklen, ganz hellen Petrol. Dunkel und hell, das war jetzt gut, ne? Also schon in der Grundfarbe ein bisschen dunkler angemischt, aber sehr, sehr verdünnt, dass es nicht zu dunkel jetzt hier drauf wird. Tatsächlich sogar noch zu dunkel. Da würde ich gleich nochmal rangehen und ein bisschen Farbe abnehmen. Nee, ich lasse es so. Dann haben wir die hier unten.
Dann nehmen wir mal für den Moon und für den Lavendel. Das schon mal ein bisschen zuordnen. Und dann haben wir nur noch diese blauen Glockenblümchen und dann haben wir schon alles wenigstens einmal im Groben gemalt. Ich glaube, ich habe von den Blumen her keinen Bleistiftstrich übrig. Und bevor ich jetzt aber auf die zweite Farbe gehe, würde ich, glaube ich, die Erde machen. Auch in dem ersten Schritt. Also ich glaube, wir gehen jetzt alles mal im ersten Schritt durch. Ich habe schon so lange nicht Aquarell gemalt, aber ich glaube, das kriegen wir gleich hin. Dann gehen wir dann nämlich gleich auf die zweite Schicht. Ich sehe gerade, dass ich ja noch Olive auch da habe, das hätte ich auch nehmen können. So, das nehmen wir für die erste Schicht der Erde hier. Man könnte jetzt eigentlich auch mit Maskierflüssigkeit arbeiten. Aber ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass das immer jeder zu Hause hat. Deswegen machen wir das hier einfach ohne. Und diesen Blumentopf, den mache ich, glaube ich, tatsächlich ganz zum Schluss, weil ich noch nicht weiß, in welcher Farbe ich den mache. Ich glaube, ich muss erstmal das ganze Werk begutachten, ehe ich da jetzt mit einer Farbe rangehe. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Farbe ich den mache. Ob ich den auch einfarbig lasse oder ob ich den vielleicht sogar gestreift mache. Na, nee, ich habe schon eine Tendenz, aber die verrate ich euch später. Beziehungsweise habt ihr vielleicht schon eine Ahnung, im Gegensatz zu mir. Aber ich habe tatsächlich schon eine Tendenz. So, wir machen da weiter, wo wir als erstes angefangen haben, nämlich mit den Sonnenblumen, wollte ich gerade sagen, Löwenzahn. Und da werden wir... Ich überlege gerade, ob es ein bisschen ins Bräunliche geht.
So, da komme ich jetzt aber tatsächlich mit dem Feinpinsel daher. Das war ein bisschen dreckig. Da gehe ich jetzt wirklich nur so ein bisschen auch die Linien lang. So ein bisschen intuitiv auch, ne? Dann geht's weiter mit dem Moon. Da geht's jetzt ein bisschen ins Rötliche. Zweiten kleinen Pinsel dazu. Den ich den hier immer wieder ausspülen und waschen muss. Wird sich im dritten Schritt gleich noch mal richtig abheben. So, womit machen wir denn weiter? Dann machen wir mal da weiter und dann nehmen wir noch ein bisschen Blau dazu, Indigo. Auch hier brauchen wir wieder den zweiten zum Blenden. Die haben auch schon ordentlich Farbe gekriegt.
dann nehmen wir hier wieder ein bisschen Magenta und jetzt brauchen wir nichts verblenden. Jetzt machen wir quasi diesen Hals hier von dieser Blüte. Zum Klee gehen wir jetzt auf. Da brauchen wir ein bisschen Lila. Hier machen wir ähnlich wie beim Löwenzahn. Glaube ich oben immer ein bisschen dunkler und in der Mitte heller, ne? So. Dann noch den Lavendel. Und ich würde sagen, wir machen die Blüten jetzt auch erst fertig, weil wir tragen da so zart Farbe auf, die sind auch alle schon trocken. Das heißt, wir können jetzt gleich nochmal von vorne beginnen. Gleich nochmal in den Löwenzahn gehen. Also wir gehen der Reihe um einfach nochmal alle durch.
So, jetzt bleiben wir nur noch die blauen und der Klee. So, dann haben wir die Blümchen fertig. Dann machen wir jetzt die Blätter, beziehungsweise wir schauen jetzt hier mal einfach ganz intuitiv. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Grün ich für welche Pflanze genommen habe, aber das ist nicht schlimm. Ist der außen dunkel? Der hat doch hier so ein Löwenzahn. Den Löwenzahn legen wir mal hier drin.
So, die Blümchen sind fertig. Die mag ich richtig gerne. Ein schöner bunter Blumentopf. Und jetzt geht's an die Erde und den Blumentopf. Und ich glaube, ich verfolge auch meine Strategie, wie ich das gerne noch zu Ende gestalten möchte. Aber jetzt mache ich erstmal noch die Erde. Zu guter Letzt, da nehmen wir jetzt aber den großen Pinsel. Und ich möchte Türkis nehmen. Türkis, Petrol. So, das muss erstmal kurz trocknen, ehe wir dann den oberen Rand hier machen können. Kobaltgrün-Türkis übrigens sehe ich hier gerade auf meinem schlauen Zettel. So, wir fangen aber mal hier hinten an. Muss es tatsächlich noch kurz trocknen. Es geht tatsächlich relativ fix, erstaunlicherweise. Wird gleich so ein bisschen abgekrapscht noch. So, eine Sache fehlt noch. Und ich sage, es ist fertig. Überraschenderweise gefällt es mir tatsächlich mehr, als ich vorher dachte, weil ich habe diese Vorlage wirklich nur als Vorlage erstellt, also noch gar nicht koloriert vorher. Und mir gefällt es wirklich richtig schön. Es ist ein schöner, bunter Topf mit schönen Blumen, Wiesenblumen drauf und das gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch so gut wie mir
Und ich hoffe, dass ihr auch so viel Spaß habt beim Malen. Also wir haben jetzt echt lange gesessen. Es ist wirklich meditativ. Und ich möchte euch ja auch damit eigentlich auch ein bisschen Zeit für euch schenken. Also nicht nur, dass ihr was machen müsst oder keine Ahnung, dass ihr Zeit für euch habt, dass ihr für euch was lernt, dass ihr für euch ein paar Minuten Auszeit habt und vielleicht ein bisschen auch eure Skills verbessern könnt. Ich hoffe, dass ihr hier was mitnehmen konntet und dass ihr auch vor allen Dingen Spaß dran hattet an meinem kleinen Geschenk für euch. Und ich freue mich, dass ihr hier gewesen seid. Verlinkt mich gerne mit Kreativ mit Lillis. Abonniert meinen Kanal, abonniert mich oder folgt mir auf Instagram. Da bin ich sehr, sehr aktiv, @lillis.berlin. Und ja, ich freue mich auf nächstes Mal. Bis nächsten Monat, schätze ich mal. Mir tut das gerade ganz gut, das nur einmal im Monat zu machen, so relativ ohne Zwang. Habt ein schönes Wochenende, genießt die Sonne, wenn sie denn da ist, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Jetzt verhaspel ich mich schon wieder. Macht's fein, macht's gut und habt eine schöne kreative Auszeit. Tschüss!